Hallo, welcome back. Also, nachdem wir ein bisschen mit dem Internet gerungen und gewonnen haben, würden wir sagen. Passiert auch nicht oft, aber diesmal schon. Wir sind wieder da mit Dominik. Dominik wird heute uns einen Vortrag halten über das Thema Schnellboot und den Tanker. Also geht's, da sind wir natürlich gespannt, wie eben so ein großer Tanker von den agilen Schnellbooten gezogen werden soll. Ja, wollen wir direkt weitergeben? Ich denke, der Dominik, der stellt Dominik, sich vor, ne? Ist auch ein agiles Urgestein und so, das kriegt er hin. Dominik, it's your stage. Danke, danke. Schön, dass ihr alle da seid. Wir gehen heute ein bisschen aufs Wasser. Wir gucken mal, was wir damit machen können. Kurz zu meiner Person. Urgestein ist richtig. Jetzt seit fast 14 Jahren in der agilen Welt unterwegs, in ganz verschiedenen Rollen. Das, was heute wichtig ist, ist dieses Thema Innovation Award für Innovative Business Design. Da haben wir nämlich genau sowas gemacht. Wir haben ein Schnellboot gebaut, haben das zu Wasser gelassen, waren damit erfolgreich. Und seitdem habe ich das noch ein paar Mal gemacht. Und die Synthese aus dem, was wir gemacht haben, würde ich heute darstellen, würde das euch heute ein bisschen erzählen. Und ich bin sicher, wir können den einen oder anderen Tipp für euch ableiten, ja, dass ihr auch was davon habt. Von der Struktur her, der Talk ist relativ einfach strukturiert. Wir schauen uns erstmal die Grundproblematik an. Warum brauchen wir überhaupt sowas? Gehen dann auf das Thema Ambidextrie ein. Ich erkläre dann nachher, was das ist. Und dann schauen wir uns genau diese Fallstudie an, die ich gerade erwähnt habe, und leiten am Ende nochmal die Patterns ab. Ja, einfach, dass ihr so einen kleinen Überblick kriegt. Wenn ihr Fragen habt, postet fleißig in den Chat. Ich nehme an, dass wir am Ende ein bisschen Zeit haben zum Diskutieren. Die nehmen wir uns dann auch. Die Grundproblematik. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, werden die Märkte immer heißer, immer härter umkämpft. Ja? Die Zyklen werden schneller, die Wettbewerber kommen aus Ecken, die man vorher nicht erwartet hat. Es ist nicht mehr so leicht, erfolgreich zu sein, wie es vielleicht aus der Sicht von dem einen oder anderen früher mal war. Und was ihr hier auf der rechten Seite seht, die Mitarbeiter werden auch wählerischer. Ihr könnt euch selber mal fragen, habt ihr noch genug Mitarbeiter im entsprechenden Qualitätsniveau, um euren Job zu machen, auch die nächsten 10 Jahre? Was ist denn zum Beispiel mit der Generation Y oder der Generation Z? Kriegt ihr die noch in euer Unternehmen rein oder gehen die lieber woanders hin? Und wenn ihr die reinkriegt, wie lange bleiben die denn bei euch? Ja. Das ist alles so eine spannende Sache. Muss man mal drüber nachdenken. Und damit hängt noch mehr zusammen. Nämlich, früher galt, die Großen fressen die Kleinen. Und heute gilt aber, dass die Schnellen die Langsamen erwischen. Schaut euch mal diese kleine Schlange da an. Ja, ich weiß, die ist nicht giftig. Aber stellt euch vor, sie wäre giftig. Ja, dann könnte diese kleine Schlange, einfach weil sie schnell genug zubeißt, diesen großen Menschen da platt machen. Und ich habe mal Zahlen von letzter Woche rausgesucht. 23.11. war das. Ich habe den Börsenwert verschiedener Unternehmen angeguckt und habe auf der einen Seite VW, Daimler und BMW genommen. Die haben in Summe einen Börsenwert von 186 Milliarden Euro gehabt letzte Woche. Tesla auf der anderen Seite hat 391 Milliarden Euro Börsenwert. Und das, obwohl Tesla, was Mitarbeiter angeht und verkaufte Fahrzeuge und sowas, viel, viel, viel kleiner ist als die anderen drei. Das ist genauso ein Beispiel von die Schnellen fressen die Langsamen. Ganz böse gesagt, wenn Tesla wollte, könnten sie einen BMW aus der Portokasse bezahlen. Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber das ist das Problem, vor dem wir stehen. Und es wird nicht leichter dadurch, dass die meisten etablierten Unternehmen ungefähr so flexibel sind wie der Amboss hier. Ja, in meiner täglichen Arbeit sehe ich immer wieder, dass man die Gründe, aus denen man in der Vergangenheit erfolgreich war, so lieb gewonnen hat, dass man sie als unverrückbar erachtet und glaubt, man wäre auch in der Zukunft erfolgreich dadurch. Das ist nur leider nicht immer richtig.
Im Gegenteil, manchmal muss man, gerade weil man damit in der Vergangenheit erfolgreich war, was ändern. Und das macht es nicht leichter. Ja? Also der Markt wird härter, man kriegt die Mitarbeiter nicht mehr so richtig, die Schnellen fressen die langsam und dann hat man auch noch mit seiner eigenen Unflexibilität zu kämpfen. Eine üble Kombination. Und das haben auch andere festgestellt. Das hier habe ich zum Beispiel aus einer Studie von der Kreditreform. Die haben festgestellt, allerdings schon letztes Jahr, das war vor Corona, dass 3/4 der heutigen Unternehmen 2040 nicht mehr existieren werden. Das sind einfach statistische Daten, die haben, empirische Daten. Und die sagen, naja, wenn wir die in die Zukunft fortschreiben, dann gibt es 2040 eben 3/4 von den Unternehmen nicht mehr. Und jetzt müsst ihr euch selber überlegen, ja, zu welchem Teil der Unternehmen gehört ihr? Gehört ihr zu den 3/4, die es nicht mehr gibt, oder gehört ihr zu dem 1/4, das es noch gibt? Und was kann man dafür tun? Und was kann man dafür tun, ist genau dieses Thema Ambidextrie, also Beidhändigkeit. Und ich habe jetzt furchtbar schlimme Folien dabei. Ich habe nämlich mal aufgeschrieben, das hier ist aus Wikipedia, was ist Ambidextrie, also viel Text. Ich lese das einfach mal vor. Organisationale Ambidextrie beschreibt die Fähigkeit von Organisationen, gleichzeitig effizient und flexibel zu sein. Ambidextrie vom Wort Ursprung bedeutet somit Beidhändigkeit und soll im Rahmen der organisationalen Ambidextrie die Wichtigkeit der Integration von Exploitation, also der Ausnutzung verschiedener, Exploration, also der Erkundung von Neuem, verdeutlichen. Und man muss das dreimal lesen, bis man es versteht. Das habe ich ein bisschen vereinfacht mit zwei Beispielen. Was ist organisationale Ambidextrie? Naja, ein Unternehmen, das das beherrscht, kann zum Beispiel innovative neue Produkte effektiv entwickeln und gleichzeitig bestehende Produkte effizient produzieren. Und, anderes Beispiel, man kann schnell auf Veränderungen reagieren und gleichzeitig aber auch Commitments einhalten. Ja. Das sind so zwei kleine Beispiele aus dem Bereich. Und es wäre schön, wenn es das schon wäre, aber wir müssen uns noch eine Sache angucken. Es gibt nämlich zwei Begrifflichkeiten bei der organisationalen Ambidextrie. Einmal die kontextuelle und einmal die strukturelle Ambidextrie. Und kontextuell bedeutet, man lässt die Struktur des Unternehmens gleich. Also die Aufbauorganisation, die Abteilungen, alles, was man da hat, bleibt gleich. Aber die Mitarbeiter setzen die Führung, die Werte, die Normen und so weiter situativ unterschiedlich ein. Ich habe mal daneben geschrieben, das ist wie so ein Transformer. Ich weiß nicht, ob ihr Transformers gesehen habt, einen der Filme. Diese Autos, die in Roboter sich ändern können. Das heißt, manchmal brauchen sie halt das Auto und fahren und manchmal brauchen sie halt den Roboter und sind dann Roboter. Und das ist das, was die kontextuelle Ambidextrie kann. Meine Erfahrung damit ist, dass das in Startups sehr gut funktioniert, dass das in forschungslastigen Unternehmen auch gut funktioniert. Aber sobald man in so einem typischen, klassischen Unternehmen gelandet ist, funktioniert das meiner Erfahrung nach nicht mehr so richtig, weil es der Mitarbeiter einfach nicht hinkriegt, seinen Mut weg und zu sagen, naja, heute bin ich so unterwegs und morgen bin ich anders unterwegs. Deshalb gibt es auch die strukturelle Ambidextrie. Ja, erinnert euch, bei kontextueller bleibt die Aufbauorganisation gleich. Bei der strukturellen macht man das anders. Da geht man genau her und sagt, ich gründe jetzt eine Organisationseinheit für einen anderen Zweck. Das ist genau das, was man dann in der Praxis oft beschreibt als, ich habe hier ein Schnellboot vor dem Tanker. Also das Mutterunternehmen bleibt der Tanker und das andere ist das Schnellboot. Das funktioniert meiner Erfahrung nach gut in normalen Unternehmen, solange man auf der einen Seite nicht zu stark separiert und auf der anderen Seite aber genug separiert. Das heißt, das ist so ein Ritt auf der Rasierklinge. Da muss man genau das Mittelmaß erwischen. Sonst ist man entweder zu weit weg und gehört nicht mehr dazu oder ist zu nah dran und wird zum Tanker. Und das ist das, was wir uns jetzt angucken werden. Dafür eine Fallstudie. Worum geht's? Es geht um diese Maschine hier. Die haben wir gebaut. Da haben wir, ja, also das Bild ist, glaube ich, 2009 entstanden. Da war sie schon fast fertig, also schon fast serienreif. Ihr seht also, es ist schon eine Weile her. Das ist kein neues Wissen, in Anführungszeichen. Und was diese Maschine konnte oder immer noch kann, ist, dass man ein Teil reinlegt, also sowas hier zum Beispiel,
Das wird durch Kameras aufgenommen mit deflektometrischen Verfahren. Das kennt ihr vielleicht vom Hagelschaden, ja, dass irgendwelche Lichtstreifenmuster drauf projiziert werden und man sieht dann, ist da ein Kratzer drauf, ist da eine Delle drauf, ist da ein Lunker drauf, ein Pickel, irgendwas. Und dann ist dieses System in der Lage, mittels künstlicher Intelligenz zu sagen, das ist ein gutes Teil oder das ist ein schlechtes Teil. Ja, und das ist in der Serienproduktion eingesetzt. Der Takt war damals 2,3 Sekunden oder sowas. Das heißt, alle 2 Sekunden geht ein Teil durch und man hat dann direkt das entweder in der guten Box oder in der schlechten Box und hat damit quasi die Sichtprüfung automatisiert. Ja. Darum geht's. Die Maschine sollte gebaut werden. Zu dem Zeitpunkt, als man damit begonnen hat, war allerdings völlig unklar, ob es die Maschine je geben wird und wie sie aussieht, sondern es war nur eine Idee aus der Forschung. Das heißt, man hatte die Idee, hey, können wir nicht optische Sichtprüfung automatisieren? Und hat dann gesagt, okay, wir probieren es aus. Wie schaffen wir das? Und damit sowas klappt, damit man so ein Schnellboot hier bauen kann, braucht man ein paar Schnellbootregeln. Da gehen wir drauf ein. Denn der Konzern, der damals diese Idee hatte, der hat von Anfang an gesagt, in unseren bestehenden Strukturen kriegen wir das nicht hin. Unmöglich. Ja, da puttern wir 5 Jahre rein und am Ende kommt gar nichts raus außer Papier. Wir wollen das anders machen. Wir wollen ein Schnellboot haben. Wie machen wir das? Und jetzt seid ihr dran. Scannt bitte mal diesen QR-Code ein oder geht auf menti.com und gebt diese Nummer ein. Ich gehe gleich in den Browser, da habt ihr es dann auch nochmal vor euch. Ich will von euch wissen, was glaubt ihr? Was ist euer Bauchgefühl? Welche Konzernregeln sollten denn in so einem Schnellboot gelten? Weil ganz ohne Regeln geht es ja auch nicht. So, ich schalte um auf den Browser. So, ihr habt oben dann wieder den Code. Ihr habt auch den QR-Code hier. Gebt einfach mal eure Meinung ein. Ich zeige es noch ein paar Sekunden, dann schalte ich um auf eure Antworten. Gucken wir mal, was zurückkommt. Mein Gefühl ist, keiner gibt was ein. Keine Idee? Ah doch, keine. Ein Ziel sollte definiert sein. Eigenverantwortlichkeit sollte da sein. Offenheit, Mut, so wenig wie möglich. Abhängigkeiten sollten gekappt werden, so viel wie nötig. Vertrauen brauchen wir. Vertrauen. Entscheidungsgewalt, Eigenverantwortlichkeit. Das geht alles in die Richtung, was sollte nicht gelten an Regeln? Wo sollten wir die Verbindung möglichst klein halten? Die Altersvorsorge sollte übernommen werden, okay. Wir haben in der Tat damals dem Mitarbeiter eine Beschäftigungsgarantie gegeben. Ja, da war dann Altersvorsorge mit inkludiert. Eine feste Mannschaft, die Vision sollte klar sein. Ja, das ist doch schon gar nicht schlecht. Ja. Okay, ich gehe wieder zurück auf die Präsentation. Danke euch. Ihr dürft nachher nochmal ran, also legt Mentimeter nicht so weit weg. Ihr braucht das nachher nochmal. Erster Punkt, ihr braucht eine separate rechtliche Einheit. Ihr habt ja gerade selber geschrieben, Verbindung kappen und so. Also wir reden jetzt auf mehreren Folien darüber, wie das zu kappen ist. Unser Erfolgsrezept an der Stelle war eine eigene GmbH und auch nicht die Mutter als einzigen Anteilseigner. Die darf ruhig die Mehrheit haben. Sie darf auch eine überwältigende große Mehrheit haben. Aber so ein paar Prozent sollte man schon an jemanden geben, der von Schnellbooten Ahnung hat, damit man diese Impulse bekommt, damit man dieses Feedback auch hat, damit man in den Austausch kommt in den Gesellschafterversammlungen. Im Grunde habt ihr ja ein Startup dann neben dem Konzern. Ja, und da gelten halt andere Gesetze. Bei uns damals war es eine GmbH. Hätte jetzt auch ein anderes Muster sein können, aber eine Abteilung zu haben innerhalb eines Unternehmens funktioniert nicht. Das merkt man schon am Namen. Abteilung kommt von abteilen. Ja. Oder denkt an den Zug, Abteil. Ja. Und
irgendwie so richtig autonom werden wir da nicht. Ja, dann schwimmen wir immer noch mit dem Tanker mit und haben halt auch die Geschwindigkeit vom Tanker. So, also die eigene rechtliche Einheit ist erstmal die Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt schnell sein können. Wir sind es dadurch noch lange nicht, aber das ist die Voraussetzung. Das zweite ist räumliche Nähe. Wie dicht ist man dran am Mutterkonzern? Wenn man auf demselben Campus ist, dann sind die Wege so kurz, dass die Prozesspolizei einen auch sehr schnell findet. Wir haben damals lange überlegt und haben gesagt, wir müssen nah genug am Mutterkonzern sein, um mit dem Auto hinkommen zu können, und zwar in annehmbarer Zeit, wenn wir irgendwas brauchen. Wir müssen gleichzeitig aber weit genug weg sein, dass keiner im Konzern, der zur Prozesspolizei gehört, freiwillig zu uns fährt, weil es einfach zu viel Aufwand ist. Und wir haben dann hin und her überlegt und haben uns für 50 Kilometer entschieden. Und haben gesagt, okay, wir gründen dieses Unternehmen 50 Kilometer vom Heimatstandort weg. Das hat es uns ermöglicht, zu irgendwelchen Vorstandsterminen oder sowas innerhalb von einer Dreiviertelstunde hinzufahren. Und gleichzeitig war diese Dreiviertelstunde aber zu lang, als dass irgendjemand, der auf Bequemlichkeit Wert legt, freiwillig zu uns gefahren wäre. Und für uns hat das funktioniert. Es hat über 3 Jahre gedauert, bis die Prozesspolizei uns gefunden hat. Davor waren wir nur irgendwelchen Nummern oder so in irgendwelchen Charts und man hat uns nicht ernst genommen. Und erst dann ging so richtig der Ärger los. Um den Ärger abzuwenden, brauchen wir Vorstandsunterstützung. Bei uns war das damals der Vorstandsvorsitzende, der uns seinen Segen gegeben hat. Das war wichtig, weil immer mal wieder irgendeine der Abteilungen im Konzern eben darauf gestoßen ist, dass es uns gibt und dann ihre Bedürfnisse an uns gestellt hat. Zum Beispiel das Bedürfnis, ihr braucht jetzt einen Compliance-Beauftragten oder ihr müsst hier bestimmte Vorschriften einhalten, die wir im Konzern haben und sowas. Und manche Sachen waren sinnvoll, da haben wir dann auch gesagt, klar, machen wir. Andere Sachen waren Blödsinn. Und da war es wichtig, dann eben den Vorstand auf der Kurzwahl zu haben und das Gegenüber, wenn er insistiert hat, dann zum Vorstand zu schicken. Und das hat in aller Regel ganz gut funktioniert. Ja, der Prozesspolizist kommt zu uns, sagt dann, hey, ihr müsst aber hier irgendwas tun. Wir sagen, nö, machen wir nicht, macht keinen Sinn für uns. Der sagt, böse, böse, das eskaliere ich. Und wir sagen, wir können auch eskalieren. Hier ist der Vorstand, willst du wirklich, dass wir das tun? Meistens war das Thema an der Stelle schon erledigt. Ja, und in ein paar Fällen gab es dann wirklich den Anruf beim Vorstand, der dann eine Mail geschickt hat und dann war es auch wieder erledigt. Warum ist es wichtig? Naja, ihr habt selber gesagt, wir müssen unabhängig sein. Jetzt wollen wir keine 100% Unabhängigkeit. Das wäre Blödsinn. Ja, dann könnten wir direkt ein ganz eigenes Unternehmen aufmachen. Sondern wir wollen bestimmte Vorteile des Konzerns nutzen und gleichzeitig aber auch die Geschwindigkeit des Schnellboots beibehalten. Und bei uns damals war die Regel, die mit dem Vorstand abgesprochen war, wir durften alle Prozesse und Funktionen und was auch immer nutzen, wenn wir das wollen. Wir müssen aber überhaupt nichts nutzen. Wir müssen allerdings sicherstellen, dass es keine schlechte Presse für den Konzern gibt. Das war die Grundbedingung, ohne die es nicht ging. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir eine komplett eigene Infrastruktur in der IT aufgebaut haben, weil wir gesagt haben, wir sind in IT besser und schneller als der Konzern. Wir können nicht 6 Wochen auf einen neuen Rechner für einen Mitarbeiter warten. Wir brauchen auch die Freiheit, Programme installieren zu können. Wir haben damals einen Office Communication Server eingesetzt. Den kennt heute keiner mehr, ist heute dann Teams. Ja, aber so haben wir das eingesetzt und das war alles komplett neu und hätte im Konzern alleine schon Jahre gedauert, um das einzuführen. Auf der anderen Seite haben wir uns zum Beispiel gerne an den Beschaffungsprozessen bedient, weil wir gesagt haben, so bestimmte Maschinenteile über die Konzernprozesse zu beschaffen, ist effizienter, als wenn wir uns da selber die Beschaffungswege aufmachen. Hatten aber gleichzeitig eigene Beschaffungswege für Büromaterial und andere Dinge. Ja. Auch hier braucht man die Balance. Was ihr euch merken könnt, ist, wenn ihr ein Schnellboot mit denselben Prozessen ausstattet wie den Tanker, dann hat das Schnellboot auch dieselbe Geschwindigkeit wie der Tanker. Und darum geht es ja gerade, dass das nicht so ist. Controlling, auch ein wichtiges Thema.
Wir haben festgestellt, dass die Konzerncontroller sehr eingefahren sind auf bestimmte Kennzahlen, zum Beispiel Gewinn, ja, oder dass die dann in Produktionsunternehmen die Einkaufsrechnungen auf den Centbetrag versuchen zu optimieren. Das funktioniert aber nicht im Schnellboot. Ja. Ich meine, so ein Tanker versucht ja möglichst viel, möglichst effizient von A nach B zu bringen. So ein Schnellboot versucht, eine ganz kleine Last möglichst schnell von A nach B zu bringen. Dabei ist die Effizienz aber völlig egal. Ja, vielleicht nicht völlig, aber im Wesentlichen. Ja. Und diese zwei Systeme zueinander zu bringen, kriegt der Durchschnittscontroller nicht hin. Dem muss man dabei helfen. Ja. Dem muss man erklären, was man tut, warum man es tut. Man braucht vielleicht auch mal wieder den Vorstandsanruf. Ja. Und dann muss man solche Kennzahlen finden, die genau für dieses Schnellboot relevant sind. Das hängt jetzt vom Schnellboot ab, aber das könnten zum Beispiel Sachen sein aus dem Bereich Innovation Accounting. Ja, also wie viele Experimente mache ich, wie viele Kundenfeedbacks habe ich und so weiter und so fort. Und das war etwas, was wir auch erst lernen mussten. Im ersten Moment hatten wir damals versucht, die Controlling-Systeme zu befüllen, die uns vorgegeben wurden, und haben dann aber nach ein paar Monaten gemerkt, dass das überhaupt keinen Sinn macht für uns. Ja, wir hatten die Zahlen teilweise gar nicht, die von uns haben wollten. Wir haben dann einen Controller gefunden, der Interesse hatte, das zu verstehen, was wir da gemacht haben, und haben dann auch ein System gefunden, was alle glücklich gemacht hat. Und jetzt kommen wir zum Thema Mitarbeiter. Ich werde euch zwei Fragen geben. Das erste ist die hier. Also welche Eigenschaften und Fähigkeiten brauchten denn ein Mitarbeiter in einem Schnellboot? Geht mal bitte wieder auf menti.com. Ist eine andere Nummer als eben. Achtet darauf, ist auch ein anderer QR-Code. Und ich schalte mal wieder auf den Browser um. Und ich bin gespannt, was für Ideen ihr da habt. So, ihr habt hier wieder. Was für Eigenschaften, was für Fähigkeiten brauchen Mitarbeiter, die in einem Schnellboot arbeiten? Und zur Abgrenzung vielleicht noch, Eigenschaften sind so, ja, ich sag mal Charaktereigenschaften, das sind Dinge, die kann man sehr schwer lernen. Während Fähigkeiten Dinge sind, die man relativ leicht lernen kann. Wir haben die erste Antwort, scheitern können. Konfliktfähigkeit, Mut, Kreativität, Pragmatismus, oh ja. Da kann ich ein Lied von singen, ja. Kommunikation, Innovation, offen für Neues, Macher, Schnelligkeit, Neugier, Weitblick. Weitblick im Sinne von einer Vision haben, auf jeden Fall. Eine breite Ausbildung, die Bereitschaft zu scheitern, Mut zum Risiko, agil, eine Fuck-off-Einstellung, ja, das kann ich so nicht unterschreiben. Den Leuten war sehr viel sehr wichtig. Ja. Lernen können, Veränderungswillen. Sehr gut. Und jetzt machen wir die Gegenprobe. Jetzt will ich von euch wissen, welche Eigenschaften und welche Fähigkeiten braucht denn ein Mitarbeiter in einem Tanker? Und um das vorwegzunehmen, die Fuck-off-Einstellung habe ich im Konzern viel häufiger angetroffen als im Schnellboot. Ich bin gespannt. Was für Ideen habt ihr hier? Es dauert ein bisschen, bis eure Antworten dreimal um den Erdball geflogen sind. So, jetzt kommen die ersten Antworten rein. Geduld, okay. Ausdauer. Noch mehr Geduld, Offenheit, Selbstbewusstsein, Neugier. Da haben wir jetzt eine Überschneidung mit dem anderen. Follow the rules, wegducken, Offenheit, Beharrlichkeit, Kästchen ausfüllen, glaubt an die Führung,
Entscheidungen akzeptieren, Durchhaltevermögen. Eine Antwort hier sagt, im Idealfall die gleichen. Ja. Fände ich persönlich zwar gut, habe ich so allerdings noch nicht gesehen. Strukturiertes Vorgehen, politisches Verhandlungsgeschick, Optimismus, ja. Okay, sehr gut. Ich gehe wieder zurück auf die Präsentation. Ja, danke euch. Was ich jetzt gesehen habe bei euch ist, dass ihr sagt, naja, es gibt ein paar Überschneidungen, aber ansonsten sind es doch eher unterschiedliche Dinge, die diese Mitarbeiter kennzeichnen. Und wenn ich bei dem Bild von einem Tanker und einem Schnellboot bleibe, würde ich zustimmen. Die Mannschaft, die auf so einem Öltanker unterwegs ist, die verhält sich anders, die ist anders ausgebildet, die hat andere Herangehensweiten, zum Beispiel an Risiken, als das ein Schnellboot, eine Schnellbootmannschaft hat. Ja. Das ist auch meine Erfahrung aus der Praxis. Ich brauche im Konzern Leute, die genau die Eigenschaften haben, die ihr sagt. Ja? Also eine Beharrlichkeit, ein Blick fürs Detail, für die es in Ordnung ist, in ihrem Teil des Unternehmens die Wirkung zu entfalten und wo es gar nicht nötig ist, für den Gesamtkonzern irgendwie einen Gesamtblick zu entwickeln. Während in so einem kleinen Schnellboot brauche ich Leute, die in der Lage sind, das Gesamtbild jederzeit zu erfassen und zu durchdringen und die im Idealfall gar keinen Bock haben, nur in ihrer eigenen kleinen Insel zu arbeiten, sondern die auch links und rechts über den Tellerrand schauen und dort mitarbeiten. Abteilungen in Schnellbooten, also abgeteilte Einheiten, gibt es da nicht. Ja, da gibt es keine Shots, da gibt es keine Kombüse. Das ist ein Schnellboot. Und das bedeutet, wenn ihr die Mannschaft zusammenstellt für euer Schnellboot, dann bedient euch nicht primär aus dem Konzern. Ihr braucht natürlich ein paar Wissensträger, auf jeden Fall. Aber ihr braucht nicht die Mehrheit der Leute in eurem Schnellboot, die aus der Mannschaft des Konzerns stammen. Der Hintergrund ist, dass die Kultur des Unternehmens ja die Summe aus den Verhaltensweisen und Wertvorstellungen der Menschen ist, die da drin arbeiten. Wenn ihr jetzt ganz viele Konzernleute ins Schnellboot bringt, dann bringen die auch eine Konzernhaltung mit in aller Regel und gucken auf die Probleme mit einer Konzernbrille. Und dadurch gibt es einen ganz allmählichen Schwenk weg vom Schnellboot hin zu einem kleinen Tanker. Ja. Und das habe ich leider schon mehrmals erlebt. Der umgekehrte Fall ist auch nicht gut, wenn ich nur Leute habe, die Schnellbootkapitäne sind. Die verstehen nämlich nicht, was der Tanker braucht, damit man irgendwann auch wieder zurückkommt zum Tanker. Ja. Das heißt, dann fehlt mir die Schnittstelle. Dann gibt es nur Unverständnis auf beiden Seiten. Ich muss also gucken, dass das irgendwie harmoniert. Und bei uns war es damals so, dass wir zwei Leute aus dem Konzern hatten, zwei Leute aus der Forschung dort. Die haben dann auch wichtige Positionen bekleidet in einem Schnellboot. Und ansonsten waren wir am Ende 20 Leute, die eben nicht vorher im Konzern waren. Und das Spannende war auch, was ist passiert, als wir fertig waren. Und damals war die Entscheidung, wir lösen dieses Schnellboot wieder auf. Kann man jetzt in Frage stellen, ob die schlau war, die Entscheidung, aber das war sie halt. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass die zwei Leute, die aus dem Konzern kamen, auch wieder in den Konzern zurückgegangen sind. Dass aber von den anderen Leuten, also die 20, die wir vom Markt hatten, dass dort nur 3 in den Konzern gewechselt sind. Alle anderen haben gesagt, war schön, aber ich möchte weiterhin im Schnellboot sein. Ich möchte nicht in den Tanker. Es sind also unterschiedliche Leute, unterschiedliche Typen, die ich brauche. Und da müsst ihr gucken, dass ihr für euch die richtige Balance findet. Ja? Redet auch viel mit dem Betriebsrat vorher. Ja? Also wenn es einen gibt in eurem Tanker, redet mit dem frühzeitig. Sonst kann es sein, dass der hinterher ums Eck kommt und sagt, so nicht, es gelten für euch noch andere Regeln. Wenn ihr die Chance habt, gründet vielleicht lieber euren eigenen Betriebsrat. Ja? Also kleine Tipps am Rande. Und wir haben jetzt schon angesprochen, wie kriegt man denn jetzt die Idee zurück? Ich meine, Schnellboote sind gut da drin, neue Ideen zu entwickeln. Sie sind auch gut da drin, ein Produkt bis zur Marktreife zu bringen. Aber sie sind nicht gut da drin, ein marktreifes Produkt im Volumen zu produzieren und Vertriebswege aufzubauen und so weiter. Da ist der Konzern viel, viel, viel besser. Das heißt, ich muss mir von Anfang an überlegen, an welchem Punkt gebe ich denn das Produkt, was erstellt wurde, zurück in den Konzern? Was sind dort die Kennzahlen, die ich brauche?
Und das ist auch deshalb wichtig, weil die Leute im Schnellboot, die lieben in aller Regel ihr Produkt. Die hängen da mit ihrem ganzen Herzblut dran. Die wollen das Ding nicht wieder hergeben. Das habe ich auch schon erlebt in einem Schnellboot, dass der Geschäftsführer es geschafft hat, die Rückgabe in den Konzern 1,5 Jahre zu verzögern, was hinterher den Erfolg des Produktes beeinträchtigt hat. Ja, er hat sich immer hingestellt und gesagt, nicht fertig, nicht fertig, nicht fertig. Das hat gestimmt aus seiner Sicht, aber es war halt ein verkaufbares Produkt. Das hätte man durchaus machen können. Und umgekehrt müsst ihr natürlich auch denken, angenommen, euer Schnellboot ist eines, was langfristig bestehen soll. Also nicht nur ein Produkt bauen, sondern vielleicht 2, 3, 4, 20 Produkte bauen. Dann müsst ihr euch auch überlegen, was sind denn die Kriterien für eine Idee, die aus dem Tanker kommt, damit die überhaupt ins Schnellboot darf. Und das Lustige ist, das sind dann meistens PowerPoints, die geschniegelt und gestriegelt sind, wo sehr klar Prozesse dargestellt sind, in Prozessdiagrammen mit Eingangskriterien und Ausgangskriterien. Für die Leute im Schnellboot ist das immer Wahnsinn, solche Charts zu machen. Für die Leute im Tanker ist es aber das, was sie brauchen, um zu verstehen, wie sie mit diesem Schnellboot umgehen müssen. Also, wie wird die Pille übergeben? Das müsst ihr von Anfang an berücksichtigen, bedenken. Last but not least, Stärken erkennen und nutzen. Ich meine, weder das Schnellboot noch der Tanker sind per se gut oder schlecht, ja? Sondern die haben beide ihre Daseinsberechtigung, die haben beide ihre Stärken, die haben beide ihre Schwächen. Und wenn man jetzt den Tanker mit dem Schnellboot vergleicht, macht man schon den ersten Fehler, denn die sind nicht richtig vergleichbar. Sondern sie haben unterschiedliche Stärken und müssen unterschiedlich eingesetzt werden. Wenn ihr eine Gabel mit einem Löffel vergleicht, dann ist das auch ein Vergleich, der hinkt, weil es hängt vom Kontext ab, ob der Löffel oder die Gabel besser ist. Ja? Und das ist genau das, was ihr hier machen müsst und müsst dann aber auch aktiv und offensiv damit umgehen. Das heißt, als Konzern muss ich sagen, hey, ich bin ein Tanker und hier und da liegen meine Stärken und woanders halt nicht. Und das Schnellboot muss sagen, ich bin ein Schnellboot, meine Stärken liegen hier und halt auch nicht woanders. Und dann könnt ihr genau damit umgehen. Wenn ihr das nicht tut, versuchen beide Seiten immer zu zeigen, dass sie in allen Bereichen gut sind. Und das schafft man natürlich nicht. Und dann kann man sich politisch zu Tode rödeln, weil man immer versucht zu zeigen, dass man doch gut ist in einem Bereich, in dem eigentlich gar nicht die eigenen Stärken liegen. Ich habe vielleicht dann eine kleine Anekdote noch. Ja. Ich habe zum Beispiel mal eine halbe Stunde lang mit einem Vorstand von einem Konzern diskutiert, der mir erzählen wollte, dass sein Unternehmen schon agil ist. Und ich war in einem Schnellboot unterwegs und habe ihm gesagt, das ist nicht agil. Das Einzige, was ihr habt, ist dieses kleine Schnellboot. Und nicht mal das ist richtig agil, weil ihr einen Haufen blöder Regeln auf das draufgepackt habt. Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass er die Rechnung zahlt und ich nicht. Und aber inhaltlich sind wir nicht weitergekommen. Ja? Warum? Na, weil er wollte, dass sein Unternehmen agil ist und nicht bereit war einzugestehen, dass die Stärken des Konzerns eben woanders liegen. Mit Vorständen streiten ist immer lustig. Kann ich nur empfehlen. Also, welche Patterns können wir daraus ableiten? Erstens, seht zu, dass ihr eine eigene rechtliche Einheit habt für das Schnellboot. Vielleicht auch mit anderen Eigentumsverhältnissen, als das so normalerweise vielleicht der erste Gedanke wäre. Guckt, dass ihr ausreichend weit vom Mutterunternehmen weg seid. Bei uns waren das die 50 Kilometer. Also noch dicht genug dran, um auch wieder hinzufahren. Seht zu, dass ihr die Vorstandsunterstützung habt, sonst könnt ihr das gleich vergessen. Guckt dann, dass ihr die selektive Unabhängigkeit von Strukturen und Prozessen bekommt. Das heißt, nehmt das, was euch hilft, aber lasst das weg, was euch nicht hilft. Guckt dann, dass das Controlling entsprechend aufgebaut ist, dass ihr den richtigen Mix der Mitarbeiter hinkriegt. Also ein paar Tankerleute, aber eben auch Schnellbootleute und die im richtigen Verhältnis zueinander. Und dass der Weg rein und raus ins Schnellboot, dass der klar definiert ist. Ja, wo ist die Übergabe? Was ist für die Übergabe nötig? Und dann, was sind eure Stärken und was sind sie auch nicht? Nutzt die, kommuniziert die und zwar in beide Richtungen. So, fast durch, fast bei der Diskussion. Was ist das Fazit? Naja, wenn ihr überleben wollt als Konzern, empfehle ich euch dringend, die strukturelle Ambidextrie mal in Betracht zu ziehen. Ja? Es ist unwahrscheinlich, dass man so einen riesen Tanker plötzlich zu einem Schnellboot macht oder dass man in einem Tanker ein Schnellboot am Laufen hat. Der kann dann nämlich höchstens im Öltank auf dem Öl hin und her fahren, ja? So wie bei Waterworld so ein bisschen.
Aber so richtig schnell wird das Ding halt nicht. Strukturelle Ambidextrie kann ein Weg sein, damit umzugehen. Und es ist der Weg, von dem ich bisher am meisten Erfolge gesehen habe, im Konzernumfeld. Natürlich nicht im Kleinunternehmensumfeld, ja, aber im Konzernumfeld halt schon. Und wie kommt ihr dahin, dass das erfolgreich wird? Eigentlich ganz einfach. Kennt eure Stärken als Unternehmen. Richtet das Kernunternehmen klar an diesen Stärken aus. Also versucht nicht, jemand zu sein, der ihr nicht seid. Ja? Eine Giraffe wird nie auf den Baum klettern, also akzeptiert, dass ihr eine Giraffe seid. Dann kommuniziert diese Ausrichtung und schafft damit für alle Beteiligten Klarheit. Ja? Und dann macht genau das Gleiche für diese zweite Hand, die ihr habt, ja? Die genau diese Schwächen ausbügeln soll. Auch dort macht die Stärken deutlich, kommuniziert sie und dann setzt die Schnellbootregeln um, die wir gerade besprochen haben. Klingt total einfach, ist in der Praxis nicht immer total einfach. Aber lasst uns diskutieren. Was wollt ihr wissen? Ja, Dominik, vielen Dank für den Vortrag. Ich fand es sehr kurzweilig und interessant. Und auch gerade das Bild hilft einem natürlich immer auch im Hirn sowas irgendwie klar zu bekommen mit dem Schnellboot oder dem Tanker. Als erste Diskussion, die ist aber in sich so ein bisschen geschlossen, war die Frage eben, was der Betriebsrat in dem Zusammenhang eben für eine Rolle spielt und ob ein Schnellboot mit Betriebsrat denn wohl noch ein solches wäre. aber da das mehr oder weniger geschlossen ist, glaube ich, darüber kann man trefflich diskutieren, aber vielleicht nicht unbedingt direkt jetzt an dieser Stelle hier, sondern vielleicht eher direkt auf deinen Vortrag eingehend. Du hattest es auch, glaube ich, schon ein bisschen beantwortet, aber Conny Beiermann stellt hier noch die Frage, wie bekommt man denn die marktreifen Schnellbootprodukte zurück in den Konzern? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was Detaillierteres sagen. Okay. In meiner Erfahrung verschiebt sich das Gewicht der Stakeholder im Laufe der Zeit. Am Anfang geht es darum, eine wilde Idee, die der Konzern gar nicht haben will, so weit zu bringen, dass man sieht, okay, sie ist technisch machbar, es gibt einen Bedarf am Markt, man hat Prototypen. Und irgendwann ist man halt über dieses Prototypenstadium raus und fängt an, ein Produkt zu machen. Ja? Und dieses Produkt hat irgendwann dann 3, 4, vielleicht auch 50 Kunden, je nachdem, um was es geht. Bei unserer Maschine damals waren es 3 Kunden und alle 3 haben gesagt, diese Maschine löst unser Problem. Und die Maschinen, die wir gebaut haben, haben wir aber im Labor gebaut. Ja, das heißt, das war ein Haufen Frickelei, das war nicht serienproduktionstauglich. Und das war der Zeitpunkt, wo dann eben das Gewicht des Stakeholders Produktion und Vertrieb aus dem Konzern gewachsen ist und wo man gesagt hat, okay, die nächsten Inkremente, die bauen wir so, dass sie eben serientauglich sind, dass sie vertriebsfähig sind und so weiter. Und dadurch haben wir es dann auch wieder zurückbekommen. Und wir haben damals zu spät auf die Produktions- und Vertriebsprozesse geguckt, weil so ein Tanker braucht natürlich eine Zeit. Wir hätten eigentlich schon ein halbes Jahr früher mit den Leuten reden müssen. So haben wir ja 6 bis 8 Monate verloren, die unnötig waren. Ich weiß nicht, beantwortet das die Frage? Da ich die Frage nicht persönlich gestellt habe, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja. Und ansonsten kann man sich natürlich auch an dich wenden über die Direct Messages. Du bist noch einen Moment bei uns heute? Ja, klar. Super. Also Direct Message an Dominik oder auch da, wenn das Interesse besteht, gerne Session aufmachen. Hast du noch Fragen, die wir in dem Kontext stellen wollen? Also ich denke, da muss man wirklich im Detail reingucken, weil die Idee, Ausgründungen zu starten und da innovative Dinge zu tun, die ist ja nicht neu, wird gerne probiert und scheitert dann. Scheitert wahrscheinlich wirklich daran, den Sweet Spot zu finden, wie nah ist man an dem Konzern. Ja. Diesen Abstand zu finden, sich zu überlegen, auf welche Dinge akzeptiert man, welche Dinge akzeptiert man nicht. Und dann hängt es wahrscheinlich doch häufig noch an den handelnden Personen, ob die flexibel im Denken sein können, wenn man ihnen den Raum gibt, also wenn man jetzt die Kollegen aus dem Konzern mitnimmt, auch häufig eine Herausforderung. Ich denke deswegen wirklich auf die Beispiele gucken, aus den Beispielen lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert hat. Übrigens, Dominik, das Häufigste, was ich sehe, wie man solche Schnellboote versenkt ist, man fängt mit einer Startup-Mannschaft an, tauscht nach 2 bis 3 Jahren den Geschäftsführer aus, packt dann einen Karrieristen aus dem Konzern rein und wundert sich dann, dass innerhalb von 1,5 Jahren das ganze Ding nur noch nach Konzernregeln tickt und platt ist. Mhm.
Tobias stellt hier noch die Frage nach einer Alternative, was viele Unternehmen tun. Wir gründen ein Innovation Hub. Ist das in dem Zusammenhang für dich richtig oder falsch? Ja, das ist ein Name, den so ein Schnellboot haben kann. Ein Innovation Hub, man müsste halt jetzt definieren, bis wohin geht die Verantwortlichkeit? Geht es nur darum, funktionierende Prototypen zu bauen oder geht es auch wirklich bis zur Marktreife? Innovation Hubs sind dann oft eben früher zu Ende als das Schnellboot, wie ich es jetzt berichtet habe. Aber das Schöne ist an einem Innovation Hub, man denkt nicht an eine Produktidee, sondern man denkt an viele, viele Produktideen. Also eine stabile Mannschaft, die langfristig Innovationen machen kann und so. Mir gefällt die Idee, aber auch hier hängt es wieder stark davon ab, habe ich mich an die Schnellbootregeln gehalten. Also spannend wird es ja auch, wenn es nicht das eine Schnellboot ist, sondern wenn man sich überlegt, wie produziert man Schnellboote oder was sind die Rahmenbedingungen für generell die Rahmenbedingungen für so ein Schnellboot. Das ist ja auch schon wieder so diese Art, wie man im Konzern denkt gerne. Ja. Und da kommt man ja dann wirklich zu zur Frage vom Unternehmensportfolio, trifft dann auf so Dinge wie dieses Three Horizon Modell von McKinsey oder das von Strategizer mit der Portfolio Map, wo man am Anfang erstmal rausfindet, ist es eigentlich eine gute Idee? Wollen wir da überhaupt investieren? Dann investiert man und irgendwann gibt es dann diesen Punkt, wo man sagt, ja, und jetzt ist es ein Produkt und jetzt möchten wir davon profitieren. Also wir wollen das richtig produzieren können. Wir wollen Marktanteile gewinnen und so weiter und so fort. Also da steckt natürlich sehr, sehr viel dahinter, finde ich ein ganz spannendes Themenfeld. Ja. Ich hätte da noch eine Frage. Du hast ja gesagt, konzentriere dich auf deine Stärken. Wenn du ein Tanker bist, ist es auch gut, dass du dich da auf deine Stärken konzentrierst. Aber in der heutigen, sich schneller drehenden Welt ist wahrscheinlich auch ein schnellerer Tanker nicht ganz schlecht. Und da wäre meine Frage, gibt es da der Erfahrung nach denn auch Rückschlüsse aus den Handlungsweisen des Schnellbootes zurück in den Konzern? Interessiert man sich dafür und lernt daraus auch was und wird dadurch auch ein Stückchen schneller? Oder ist das deines Erachtens gar nicht unbedingt gewollt? Das habe ich leider noch nie so gesehen. Das Optimalste, was ich bisher erlebt habe, war, dass man gesagt hat, wir finden es toll, dass wir ein Schnellboot haben, aber wir sind auch echt froh, dass das weit genug weg ist von uns. Ich habe es leider noch nie erlebt, dass man im Konzern daraus gelernt hätte und dann plötzlich einen schnelleren Tanker gehabt hätte. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass das auch gar nicht Ziel sein kann. Früher habe ich immer gedacht, alle Unternehmen müssen agil werden. Mittlerweile bin ich ein bisschen älter, habe ein paar mehr graue Haare und bin der Meinung, nee, muss nicht so sein, weil ich zum Beispiel noch nie so ein richtig agiles Unternehmen gesehen habe, das es geschafft hätte, ein weltweites Vertriebsnetz mit Servicestellen oder so aufzubauen. Ja. Mhm. So, oder stringente Prozesse, dass der Kunde, der in Japan sein Auto in die Werkstatt bringt, die gleiche Kundenerfahrung hat wie der Kunde, der in Deutschland sein Auto in die Werkstatt bringt. Das sind Dinge, die klappen agil halt nicht so gut, wie sie in einem Konzern klappen, auch wenn es im Konzern viel länger dauert. Ja. Mhm. Zu dem Thema hat Tim Klein auch noch einen Kommentar hier geschrieben. Ein Schnellboot muss halt auch immer wieder mal zurück zum Tanker zurückkehren, um Wissen zu übergeben und auch um wieder zum Beispiel mit Geld, Fragezeichen, aufgetankt zu werden. Wenn das Schnellboot aber langfristig vom Tanker aus nicht mehr gesehen werden kann, weil du eben sagtest, wir sind froh, wenn das eine gewisse Distanz hat, dann geht aber auch die Verbindung und Wirkung komplett verloren. Würdest du das auch so sehen? Auf jeden Fall. Bei uns war es so, in dem Beispiel, was ich eben gebracht habe, dass wir mit der Erwartungshaltung gestartet sind, dass wir nach 1,5 Jahren und 3 Millionen irgendwie erfolgreich sind. Am Ende waren es 3 Jahre und 7 Millionen, die da reingeflossen sind, bis wir marktreif waren. Aber so rückblickend betrachtet war es auch echt euphemistisch anzunehmen, dass wir mal eben Machine Learning neu erfinden können mit so einem Produkt, was noch nicht mal Algorithmen am Markt hatte, die funktioniert haben. Man hatte einfach keine Ahnung, hat einfach irgendeine Zahl genommen. Und was wir dann gemacht haben, damit das funktioniert ist, wir waren im engen Austausch mit dem Vorstand, um dann eben sicherzustellen, Vorstand, was ist dir eigentlich wichtig? Was ist für dich Erfolg? Und der Erfolg war eben nicht die Verkaufszahlen, das kam später, sondern der Erfolg war, ein innovatives Produkt zu haben, das kein anderer hat und das in das Gesamtportfolio des Unternehmens passt. Und das hatten wir geschafft. Und weil wir belegen konnten nach den 1,5 Jahren, dass wir das schaffen, ja, deshalb haben wir damals mehr Geld bekommen. Und das ist genau das Auftanken. Finde ich ein sehr schönes Bild. Ja. Also da gibt es ja ziemlich viel, was man so aus dem Innovation Accounting rausziehen kann oder eben die Themenfelder, wo sich die Strategizer-Mannschaft mit beschäftigt. Ja. Da kommen echt viele gute Ideen her. Ja.
Also hier gibt es auch noch ein paar interessante weitere Fragen. Also auch da nochmal der Appell, tut euch gerne zusammen, schreibt den Dominik direkt an über die Direct Messages. Vielleicht bietet er ja auch so eine Session an. Ich weiß nicht, ob wie viele Fragen wir noch eingehen möchten. Karin Oppolzer schreibt hier noch, könnte man denn sagen, das Schnellboot soll auch, jetzt springt das hier gerade, Sekunde, das Schnellboot soll auch so weit weg sein, dass nicht das Gefühl der Zweiklassengesellschaft in Anführungsstrichen im Konzern entsteht, was ja wohl häufig der Fall ist, wenn man das Ausgliedern nur zum Beispiel ein Projekt probiert. Ja, wobei diese Zweiklassengesellschaft aus Schnellbootsicht sogar gewünscht ist, dass man dieses Gefühl hat, wir sind hier die Outlaws. Denkt an Star Wars, ja, die Rebellen. Wir haben zwar kaum Ressourcen, aber wir sind viel cooler als die anderen, obwohl die hübschen Rüstungen haben. Das will man ein Stück weit. Und wenn man als Unternehmen in Summe ein bisschen agiler werden will, also den Tanker ein bisschen flexibler kriegen will, dann braucht man auch dieses Schnellboot als Leuchtturm. Dann will man denen zeigen, guck mal, so geht's auch. Wenn ihr das schafft wie die, dann kriegt ihr auch die Dinge. Und was man halt oft hat, ist, dadurch, dass es neue Räumlichkeiten gibt, die dann auf dem Stand der Technik sind, hat man plötzlich so simple Dinge wie saubere Toiletten oder auch Dinge wie moderne Möbel, flexibles Arbeitsumfeld und so weiter. Ja. Oder bei uns hatte jeder ein Diensthandy. Das war unvorstellbar damals im Konzern. Ja, bei uns war das normal, weil wir eben auch am Wochenende erreichbar waren und sonst irgendwelche hübschen Dinge damit gemacht haben. Das war halt Schnellboot. Ja. Dann noch eine Frage von Lea. Wir haben viel über Produktentwicklung gesprochen. Könnte man denn die Idee des Schnellbootes auch auf einen Startup-Inkubator übertragen? Wenn ja, wie würdest du hier vorgehen? Jetzt ist die Frage, ist der Inkubator selber ein Schnellboot oder ist das nicht die Werft? Und so eine Werft habe ich jetzt noch nie besonders schnell schwimmen sehen. Das heißt, man müsste sich überlegen, was ist das Ziel? Was sind die Innovationskennzahlen, die so einen Inkubator treiben? Ich persönlich hätte gesagt, dieser Inkubator ist selber nicht so furchtbar agil, aber er muss in der Lage sein, schnell und effizient, jetzt sind wir eher wieder bei einem Tanker, ja, schnell und effizient Schnellboote produzieren. Ja, das heißt, das wäre ein Tanker, der wie niemand sonst Schnellboote versteht. So hätte ich es vielleicht formuliert. Okay, sicherlich auch ein weitreichenderes Thema. Also da nochmal der Appell, schreibt Dominik an. Und ansonsten würde ich sagen, ist jetzt eigentlich Zeit für die Mittagspause, ne? Jo. Genau. Ich würde jetzt, wie heißt das nochmal in eurem Tool? Moment. So eine Session? Genau, ich würde dort eine Session aufmachen. Alle, die Lust haben zu diskutieren, kommt in so eine Session rein. Ich probiere mal aus, ob ich das hinkriege. Ich nenne das Dominik-Session. Super. Herzlichen Dank, Dominik. Vielen Dank und vielen Dank an alle Zuhörer. Und nochmal auch da hier noch ein Appell. Gebt Dominik Feedback über den Link, den ich zu Beginn seines Talks gepostet habe. Dann hat er auch was Nachhaltiges in der Hand. Danke dir, Dominik. Alles Gute und dann alle guten Appetit. Tschüss.